Grüß Gott, liebe Leser, das ist der Michi Gruber. Und das wäre der André, der Klüpfelvolker. Genau, wir halten hier unseren 10. Klüpfinger in den Händen. Den können Sie auch bald haben. Endlich fertig. Ja. Und wenn Sie ihn dann haben, dann wünschen wir Ihnen wahnsinnig viel Spaß beim Lesen. Ja, wir haben uns für unseren Jubiläumsband natürlich was Besonderes ausgedacht. Wir wollten ein bisschen erklären, wie Klüpfinger zu dem wurde, der er ist. Ja? Und dazu musste man in seine Vergangenheit gehen. In verschiedene Zeitstufen seiner Vergangenheit. Es hat auch damit zu tun, dass er in der Gegenwart kein so schönes Leben im Moment hat, denn er wird bedroht. Er wird ganz massiv, wird sein Leben bedroht und das führt ihn in ziemlich existenzielle Situationen. Also, dass das Buch jetzt Klüpfinger heißt, das liegt jetzt nicht daran, dass uns die Ideen ausgegangen sind für irgendwelche anderen Titel und der nächste wird dann Erika heißen oder so. Nein, es ist das persönlichste Buch, was unsere Hauptfigur betrifft. Sein persönlichster Fall, wenn man so will. Absolut. Es ist vielleicht auch die Möglichkeit, sozusagen jetzt nochmal einzusteigen in die Serie, weil man ihn da tatsächlich so kennenlernt wie nie. Wobei man jetzt auch sagen muss, war ganz angenehm, mal sich kein zusammengesetztes Hauptwort überlegen zu müssen als Titel.